Bärensmoothie mit Brennnesselblättern und auch Spirulina. Ist wirklich super. Jetzt gerade auch in der kälteren Jahreszeit. Ich trinke immer häufiger Bärensmoothies. Ist jetzt hier ein Bärenmix mit drin, getrocknete Brennnesselblätter, Xylit. Dann habe ich mit drin auch Spirulina. Viele Proteine gerade jetzt. Ich habe eine kleine Einheit gemacht heute Morgen, heute Vormittag. Und natürlich die wichtigste Zutat, gefiltertes Wasser. Ist super erfrischend, eine super Nährstoffaufnahme. Die Beeren, viele Antioxidantien, sind gut für das Immunsystem. Spirulina, wie gesagt, viele Proteine, also gut auch für den Muskelaufbau. Die Brennnesseln liefern sehr, sehr wichtige Kofaktoren und bringen mich in meine Mitte. Also ihr wisst, ich bin ein absoluter Wildkräuter-Fan. Wenn ich keine Wildkräuter zu mir nehme, fehlt mir etwas ganz Existenzielles. Bis bald, dein Kräuter-Curry.